Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden, auf Bänken, auf dem Berg, in Lost Places, in der Höhle, unterm Felsen, im Tiefschnee, unter Autobahnbrücken oder unter Zugbrücken. Cool, oder? Ja. Ich denke, wir richten uns jetzt unser Pennplatz hier erstmal ein. Ein nerviger Zug ist durchgefahren. Der hat uns gerade schon wieder gestört. Das fängt gut an. Das passiert jetzt alle paar Minuten. Guckt euch mal an, wie hier dieser tödliche Holz hier rumschäumt. Richtig geil. Das hat zu schäumen. Zug kommt. Und oh Scheiße, es regnet die ganze Zeit rum. Und hier, guck mal. Mein Bruder, der hat voll leicht drauf und ich habe jetzt das hier fertig gemacht. Mein Spieß und ein bisschen Kartoffelsalat und mein Gewürzketchup. Und jetzt fressen Start kommt. Oh Scheiße, das regnet die ganzen Stunden ununterbrochen und ich habe vielleicht nur zwei Spieße geschafft und mein Bruder nur ein Fleischstück. Aber nicht, weil wir irgendwie keinen Hunger hätten oder so, wir haben noch Hunger, sondern weil, naja, jetzt nervt uns diese dreckige Scheiße. Das hat richtig runtergespritzt gerade. Wegen dem ganzen Regen, weil es ununterbrochen am Regnen ist. Kriegen wir einfach dieses ganze Fleisch nicht angebraten. Sowohl der Schlafsack als auch hier, guck mal, so eine dreckige Isomatte. Die ist komplett durchnässt. Ich sag euch eins, in diesem Schlafsack zu liegen, ist wie in der Badewanne zu liegen. Der ist so nass. Ja. Deshalb penne ich jetzt im Container. Schaut es euch an. Ich wünsche dir eine ganz schlechte Nacht. Oh, ich auch. Dankeschön, das werde ich haben. Guten Morgen, man ist auferstanden. Mein Bruder hat kaum geschlafen, weil diese ganzen Flüssigkeiten, die vom Himmel kamen, auf den Container gefallen sind. Deswegen konnte er kaum schlafen. Ich bin jetzt draußen. Ich bin richtig aufgestanden. Und da guck mal, hier liegt mein Tarp rum. Die Nacktschnecke. Und genau. Diese Nacktschnecke, die ist vorhin auf mir rumgekrabbelt, die war auf meinem Schlafsack drauf.